So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe, Weekend Edition. Und hier erstmal ein Rückblick auf die letzte Handelswoche. Hier gab es eben im Nasdaq 100 Index zunächst noch obere Kursziele, die wie hier im Nasdaq eben nur in der Vorbörse erreicht würden, dann aber allerdings sehr exakt hier wurde ein Gap Close im vorbörslichen Handel genau getätigt, um dann anschließend deutlich abzufallen. Des Weiteren gab es beim Nasdaq ein nicht mehr ganz aktives Setup. Allerdings wurde auch hier dann die Kurszielzone recht genau ermittelt. Und hier gab es dann wieder am Freitagabend einen bullischen Abprall erstmal. Natürlich ist der Abwärtstrend intakt. Allerdings hier von diesem Level aus gab es eben Käufe zu Handels, zu Wochen, zum Wochenende. Des Weiteren hat eben nicht nur der nicht der Nasdaq, sondern auch der S&P 500 Index ein wichtiges Level erreicht. Von dort ging es runter. Allerdings hier wurde direkt am EMA 10 gekauft. Auch hier hatte es soweit gepasst, dass das Kursziel erreicht worden ist. Beim DAX gab es nur ein Zwischenkursziel. Das obere Kursziel war soweit noch nicht auf dem Plan gewesen. Allerdings auch hier, wie erwähnt, gab es dann einen direkten, also am Freitagabend bzw. Freitagmittag in dem Video wird der DAX womöglich direkt an dem Widerstand schließen, Wochenclose erreichen und er hat es tatsächlich eben geschafft. Dazu dann in einem anderen Video mehr, dem Ausblick auf die nächste Woche. Da habe ich den DAX und den DAX Future schon fertig. So, aber kommen wir jetzt zum Gold und Silber. Gold musste am Freitag auch einen mächtigen, ja, negativen Tag erleben, nachdem er im Wochenverlauf schon die 1270 erreicht hat und man $40 im Plus war. Liegt man jetzt hier aktuell nur noch leicht im Plus. Wieso ich jetzt hier keine, ja, Verkäufe eben getätigt habe, da ich hier nur mit einer kleinen Position im Markt war und es deutlich aussah, als wird man hier den Ausbruch wie eben im Silber eben schaffen. Dann nochmal hier zum Gold. Gold schloss jetzt direkt hier an der unteren Trendlinie. Wie gesagt, auch an dem Kauflimit vor ein paar Tagen. Und der Stopp ist jetzt hier gültig. Der wird eben direkt sofort dann ausgelöst. Sollte eben an die 1222 eben erreichen. Dann werde ich vermutlich erstmal keine Long-Position im Gold einnehmen, sondern auf einen weiteren Rücksetzer eben auf diese untere Trendlinie warten. Silber hat man wie viele, ja, sogar 1000 Pips mal mitnehmen können, also über Zwischenstationen. Hier lag keine Long-Position vor. Und hier wurde auch im Wochenchart nun der EMA, ja, die Rainbow-Oberkante überwunden. Zwar nur leicht, aber dennoch ist hier ein weiterer Widerstand aus dem Markt genommen worden, allerdings eben nicht hier dieses, ja, ich nenne es jetzt nicht markantes Hoch, sondern einfach das vorhergehende Verlaufshoch, beziehungsweise richtige Verlaufshoch lag ja hier oben. Es war eher ein Zwischenhoch, da scheiterte eben Silber. Hier bei 18,50
wäre noch ein wichtiges Widerstandslevel zu nennen. Hier auf Stundenbasis sieht man noch schön die Aufwärtsbewegung, die ist absolut intakt. Könnte sich dann hier ohne nochmaliges Tief auszubilden auch fortsetzen. Dann würde er eben auch direkt in dem Rainbow-Indikator bleiben. Im 1-Stunden-Chart, im 4-Stunden-Chart. Ja. Liegt hier das Level bei 16, 15 rund. Bei den Aktien habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst, ein paar sind nicht ausgeführt worden. Dennoch liegt man hier bei der Dürr-Aktie im Plus. Bei der ThyssenKrupp wartet man noch auf ein Hoch bei rund 23 oder knapp unter 23 Euro. Dann könnte ich eventuell, oder dann wäre es sinnvoll, vielleicht sogar echt eine antizyklische Short-Position einzugehen. Genauso wie eben bei der Salzgitter, da liegt das Level bei rund 31 Euro. Da habe ich einen markanten Widerstand ausgemacht. Beim Bayer, die Bayer-Aktie hat ja schon einen Widerstand erreicht. Das war hier der EMA 200 plus eben ein horizontaler Widerstand. Es verlangsamt sich auf jeden Fall die Aufwärtsbewegung, allerdings jetzt noch nicht. Kein markantes Umkehrsignal. K&S ist man deutlich im Plus. Das passt auch so. Telekom ist wieder auf das Ursprungsniveau zurückgefallen, beziehungsweise ist man leicht im Minus sogar. Aber da habe ich am Freitag auch nochmal eine längere Analyse geschrieben. Hier der EMA 200 bleibt wichtig, genauso wie die Abwärtstrendlinie darüber. Das ist einfach nur ein Rücklauf zum Ausbruchsniveau und Pullback, um dann nach oben durchzustarten. Aber engmaschig verfolgen. Linde genauso im Plus. Dann kommen wir noch ganz kurz zu den späteren Setups, die in der Woche veröffentlicht worden sind. Hier liegt man ganz klar im Plus, hat schon fast das Kursziel erreicht. Zwischenzeitlich waren sogar fast 300 Pips. Dann das Nasdaq habe ich ja schon im DAX. Gab es hier eben noch keine Aktivierung eines ursprünglichen Short-Szenarios. Hier kann man, wenn man jetzt doch antizyklisch irgendwas machen will, das Level auf etwa 10.320 legen, was ich dann hier gleich mit dem EMA 38 abgleichen lässt. Also ein Schlusskurs, ein Stundenschlusskurs darunter könnte hier für Abwärtsdruck sorgen. Dann noch zum Pfund gegen US-Dollar und WTI-Öl. WTI-Öl wurde ausgestoppt. Da lag die Sell-Trigger-Marke bei 43,75. Kam hier nur ein Rücklauf bis 43,20. Dann hat hier erstmal noch das Hoch gehalten. Dann gegenüber vom amerikanischen Markt, da war das ja dann vorbörslich, ging es nochmal runter, das Tief hat gehalten, bullischer Abprall und hier lag dann der Stopp. Also hier wurde ein kleinen Verlust realisiert und das Setup wird uns sicherlich die nächste Woche oder die nächsten Wochen weiterverfolgen. Hier ist es wieder leicht abgeprallt, also gab es nur eine Position, die eingestoppt worden ist. Und wieder liegt hier jetzt der Kurs genau an der Abwärtstrendlinie. Dürfte wirklich sehr interessant sein für die kommende Woche. Das war jetzt mit dem Rückblick und nachher gibt es noch ein Ausblick-Video. Danke fürs Zuhören. Bis später.